Darf man die Flüchtlingskrise zum Teil eines Comedy-Films machen? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute, denn der Film Willkommen bei den Hartmanns, der bald im Kino anläuft, macht genau das. Schaut euch erstmal ein paar Trailer-Ausschnitte an und dann sprechen wir drüber. Zunächst mal wollten wir uns einfach nur informieren. Wir sind hier, um einen Flüchtling aufzunehmen. Ja, also wie läuft das Ganze denn dann ab, theoretisch? Ich meine, können wir uns einfach einen aussuchen, oder? Das ist hier nicht das Tierheim, Herr Hartmann. Was machst du hier? Ich wohne hier. Ach echt? Nein, Quatsch. Wir müssen das Leben genießen. YOLO, chillaxen, Mann. Und wer ist dieser Afrikaner, der da dabei war? Das ist unser Flüchtling. Ich bin so stolz auf euch, dass ihr Flüchtlinge aufnimmt. Nicht plural, Heike, einen Flüchtling. Das ist doch vielleicht erst der Anfang. Ihr habt so viel Platz, ja. Ja, Willkommen bei den Hartmanns ist definitiv ein Film, der zum Lachen bringt. Aber die Frage, die sich viele von euch wahrscheinlich gestellt haben, ist, dürfen die das überhaupt? Darf man Flüchtlinge in einem Comedy-Film lustig darstellen? Das kann ich nicht beantworten, das kann auch unser Filmexperte Christoph Kellerbach nicht beantworten. Aber er kann euch zumindest sagen, ob der Film sehenswert ist. Christoph, schön, dass du bei uns bist. Schön, wie immer hier zu sein. Christoph, bevor wir jetzt über Grundsatzfragen sprechen, erzähl uns doch vielleicht erst einfach mal, worum geht's da? Die Grundhandlung ist, der Flüchtling Diallo, wunderbar gespielt von Erika Bongo, darf bei der typisch deutschen Familie den Hartmanns wohnen. Und ja, dann passieren Chaos, Probleme, Missverständnisse und angeblich sogar Humor. Angeblich Humor, okay. Christoph, es gibt auch jede Menge nennenswerte Schauspieler in dem Film. Heiner Lauterbach, Uwe Ochsenknecht und der Frauenschwarm schlechthin, Elias Mbarek, ist nicht wieder da. Nicht nur Frauenschwarm. Okay. Wie schlagen die sich so? Ja, da kommen wir zu dem Nicht-Humor des Ganzen. So gut wie Erika Bongo spielt, so überkandidelt, überzeichnet und generell über spielen die deutschen Darsteller. Man hat das Gefühl, das ist so eine Art Realverfilmung von Family Guy oder Simpsons, wenn die wieder komisch exaltiert über die Leinwand springen. Okay, ich sehe schon, du bist wenig begeistert. Ja. Trotzdem, lass uns mal über Grundsätze sprechen. Der Film soll einerseits lustig sein, er soll aber auch zum Nachdenken anregen und er soll auch ernste Probleme in der deutschen Gesellschaft darstellen. Stichwort Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Vorurteile. Mhm. Funktioniert dieser Mix? Nein. Warum nicht? Das Problem an der Sache ist, dass wenn überhaupt ein Drittel des Films sich wirklich auch auf hier den Flüchtling bezieht. Wie gesagt, Erika Bongo ist fantastisch in dem Film. Und jedes Mal, wenn man denkt, oh, jetzt werden verschiedene Themen angesprochen, sagt der Regisseur, nope, wir müssen jetzt eine typisch deutsche Beziehungskomödie geben. Und so werden viele interessante Elemente einfach nur ja, komplett ertränkt in diesem, boah, wir müssen irgendwie die Tochter an den Mann bringen, wir haben das Problem mit den Eltern, die sich irgendwie Ehekrise haben. Und ganz schlimm dabei ist die Inszenierung des Films, der irgendwie auch durchaus schöne Bilder hat und generell von der Bebilderung okay ist, aber verschiedenste Elemente, zum Beispiel irgendwie ein Nazi-Mob, der sich vor der Tür aufbaut. Upp, wolltet ihr wissen, wie das ausgeht? Wups, der Film macht Schnitt und plötzlich ist das Thema einfach vorbei. Das passiert mehrfach im Film und ist unglaublich frustrierend, wenn statt den eigentlich interessanten Themen eben wieder irgendwelches deutsches Beziehungskomedy-Bla gegeben ist. Und mein Fazit ist, ja, in diesem Drehbuch hätte eigentlich ein guter Film gesteckt. Nach 1, 2 oder vielleicht auch 8, 9, 10 Überarbeitungen wäre das wirklich fantastisch geworden. Der Regisseur ist gut, die Darsteller können eigentlich gut spielen. Nur tun sie es ja nicht. Deswegen, wer mitreden will, sollte definitiv ins Kino gehen, um zu schauen, was denn da gebracht wird. Aber mein Fazit ist, das war Mist. Okay. Lachen kann man bei Willkommen bei den Hartmanns. Ob man es darf, das müsst ihr entscheiden. Macht euch euer eigenes Bild, sendet uns gerne euer Feedback. Nächste Woche sind wir wieder für euch da, dann mit einem neuen Film. Ciao.